Back from the dead. Montag, der 6. August 2018. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und die Feature Items bleiben noch einen Tag. Die Dailies sind aber neu. Also schauen wir mal direkt rein und fangen nochmal an. Also ihr seht schon, 4500 V-Bucks ist noch der gute hier. Der Artstype ist noch am Start. Und ich habe verschiedene Kommentare über den gelesen, dass einige den gut finden, einige nicht. Könnt ihr mal runterschreiben, wie ihr den findet und ob ihr euch den gegönnt habt. 1500. Einen Tag habt ihr noch Zeit. Genauso wie sein Equipment sozusagen. Zum einen hier Caliper für 500, das ist das Harvesting Tool. Und zum anderen Servo für 1200, das ist der Gleiter hier. Sieht ziemlich nice aus, muss ich sagen. Also wer so auf grün steht, sowieso ist ein Muss, muss ich sagen, als Kauf. Dann haben wir bei den Dailies den Highland Warrior oder die Highland Warriorin. Das ist die weibliche Version vom Hound. Wer die haben will, die kommt mit dem netten Schild hier ebenfalls für 1500. Also auch relativ günstig für die Verhältnisse hier. Und dann haben wir die Dragon Eggs da für 800. Die kam ja mit dem chinesischen Neujahrsfest, rotieren auch immer mal wieder rein. Zuletzt vor 14 Tagen dann, also wie gesagt, kommen immer wieder rein. Dann haben wir Kommando. Also wie, da hatten wir auch schon mal so Standard-Skins. Also wer so auf Standard-Skins steht, die ein bisschen abgeändert sind von der Farbe. Zum Beispiel die hier, die ist so, hat einen schwarzen Oberteil an und die Hose ist ein bisschen dunkler. 800 V-Bucks für die hier, die war zuletzt vor 11 Tagen drin. Der sollte hier zuschlagen. Luca, gegrüßt bist du. Dann haben wir Half-Shell für alle Ninja Turtles unter euch. 800 V-Bucks, war zuletzt vor 69 Tagen drin. Also ist auch schon ein Weilchen her. Wer dann aber zuschlagen will, vor über 2 Monaten das letzte Mal. Und dann bleiben natürlich noch die beiden Emotes. Zum einen Flippin' Sexy für 500. Hilft natürlich auch strategisch, muss man sagen. 500 V-Bucks für Flippin' Sexy, war zuletzt vor 17 Tagen drin. Und True Hearts war zuletzt vor 15 Tagen drin. 800 V-Bucks. Richtig geiler Tanz. Nochmal mit dem Herz. Erinnert so ein bisschen an diese Anime-Geschichte. Also, schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch gegönnt habt. Wie gesagt, einen Tag noch für Archetype und Co. Und Daily Items sehen wir sowieso. Neue Sachen dann morgen. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like, lasst ein Sub da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen zur neuen Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.